Herzlich willkommen, liebe Freunde. Regina und ich probieren heute für euch, mit euch, einen Riesling aus Württemberg. Genau, den Riesling S aus dem Weingut Sonnenhof, Jahrgang 2017. Schon ein bisschen gereift. Ja, schöner Riesling. Ich schenke ihn mal ein. Ich bin gespannt. Württemberg ist jetzt nicht unbedingt die Region, die für Riesling typisch für Riesling steht, das ist richtig. Du kennst ja meine Präferenz, ich bin Moselaner. Ja. Es gibt aber auch aus anderen Regionen leckere Rieslinge, mein lieber Mann. Oh. Einverstanden. Gut. Insofern probieren wir jetzt mal den Württemberger. Okay, es ist Weißwein, insofern kann Riesling sein. Ja. Gucken wir uns mal die Farbe an. Und der Farbe ist schon recht intensiv für einen Riesling. Ja, aber er ist ja auch ein bisschen älter, mit 2017. Durchaus, dass dann die Farbe natürlich da mitgeht. Ein bisschen intensiver wird. Ja. Gelb-grün fast ein bisschen. Ja. Sehr schön. Also typisch für Riesling. Probieren wir mal. Erst die Nase. Feuchter Keller ist mein erster Eindruck. Stimmt. Ja. Was kein Negativmerkmal ist. Nein, und da muss ich jetzt dazu sagen, kein feuchter Keller, den man zu Hause vielleicht überall finden kann, wenn irgendwo was ist. Nein, sondern einen feuchten Keller, wenn man in einen Weinkeller hineingeht, der ja immer eine gewisse Feuchtigkeit hat. Und die haben einen ganz speziellen Geruch. Und wie ich das erste Mal bei euch kennengelernt habe, das ist so dieser Geruch, an den mich das erinnert. Also so einen typischen Weinkeller. Aber auch schöne Quittennoten in der Nase. Ja. Also ganz, ganz... Ja, gereifte Quitte in der Nase. Ja, riecht man schon. Wenn man ja. Dann probieren wir mal. Du erkennst, dass er im großen Holz gereift ist. Mhm. Was auch ein bisschen darauf hingedeutet hat, dass er dieses feuchte Kelleraroma in der Nase bereits hatte. Mhm. Und hat dann aber schon intensive Fruchtnoten. Also so diese gelbfleischigen, nicht überreifen Früchte, fast noch eine Idee unreif, Nektarine, Mango, so ein bisschen. Aber Zitrus ist auch noch so ein bisschen da. Unreife Früchte. Ne? Könnte, man könnte fast... Aber nicht richtig grüne Früchte, also schon so an der Kippe. Ja. Toller Was Wein. Was würden wir denn dazu essen? Toller Wein. Ich glaube, bei uns aus der Karte dieses geräucherte Schweinefilet könnte ich mir dazu vorstellen, oder? Das geräucherte Schweinefilet wäre richtig gut passend dazu. Okay. Kalbsbries. Könnte man sonst was machen? Natürlich mehr. Kalbsbries. Mhm. Das ist ganz anderes. Kalbsbries gebraten mit ein bisschen Nussbutter und dann auf einer Quittenmarmelade, auf einem Quittenchutney. Lecker. Das geht jetzt richtig gut. Darauf, Prost! Zum Wohl!